Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Leute, vor Monaten, beziehungsweise ich glaube vor einem Jahr sogar, habe ich ein Video hochgeladen. Dieses Video beinhaltete die 5 stärksten Pokémon, die es überhaupt gibt. Diese waren Darkrai, Mewtwo, Dialga, Rayquaza, Arceus, Mew und Ditto. Weil ich der Meinung war, Mew und Ditto sind nun mal die einzigen Pokémon, die Attacke Wandler beherrschen können. Somit könnten sie sich eventuell zu Arceus verwandeln oder Arceus oder Arceus, ist scheißegal wie ihr das nennt. Ich nenne es Arceus und ich belasse es jetzt dabei. Sie könnten sich rein theoretisch in Arceus verwandeln und dann, da ja Arceus alle 18 Tafeln besitzt, können sie sich gegenseitig die ganze Zeit bis zur Unendlichkeit mit Attacken abknallen und sich gegenseitig die Attacken negieren lassen. Deshalb waren sie auch damals auf meine Platz 1 der stärksten Pokémon. Aber das Video könnt ihr mal selber angucken. Ich pack's mal nach unten in die Videobeschreibung. Aber Leute, ich habe mir mal sowas überlegt. Wenn man ein Pokémon nimmt, welches eine Fähigkeit besitzt, die einfach nur krank overpowered ist. Also nicht Fähigkeit jetzt von Fähigkeiten, sondern ich meine, welches wirklich eine Power besitzt, die kein anderes Pokémon besitzt und welches eigentlich unbesiegbar ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Es gibt ja viele Pokémon, die extrem stark sind. Giratina, da er ja sowieso so gesehen der Teufel ist. Rayquaza mit seiner Mega-Entwicklung, der es auch geschafft hat, Groudon und Kyogre irgendwie zu besänftigen. Dann gibt es noch viele, die sagen, Mewtwo ist extrem oder eines der, also es ist sehr stark, ja, zugegeben. Und eines der stärksten Pokémon, vor allem auch mit seinen Mega-Entwicklungen. Aber ich denke, der Großteil von der Community oder der Großteil von euch würde, denke ich, sagen, Arceus ist und bleibt der stärkste Pokémon von allen. Eben wegen seinen 18 Tafeln. Und weil es nun mal Gott ist. Arceus ist nun mal Gott, da steht nichts drüber. Aber Leute, ihr könntet recht haben. Aber ein Pokémon gibt's da noch. Wie ihr wissen solltet, gibt es bestimmte Pokémon, die auch für bestimmte Dinge verantwortlich sind. Kyogre für das Meer, Groudon für das Land, Rayquaza für den Himmel. Dann gibt es aber noch 2 Pokémon aus der Sinnoh-Region, nämlich Palkia und der Anwärter dieses heutigen Videos, Dialga, Herrscher der Zeit. Ich möchte heute auf Dialga, beziehungsweise ein bisschen auf Dialga zu sprechen kommen. Während Palkia nämlich den Raum beherrscht und zwischen Dimensionen reisen kann, alles im Raum, beziehungsweise rein theoretisch alles auflösen machen kann oder sagen kann, dass die und die Sachen nicht existieren und diese deshalb aufgelöst werden, es kann Dimensionen beherrschen und was weiß ich. Palkias Fähigkeit ist einfach nur krank. Aber in meinem damaligen Video habe ich ja Dialga auf den zweiten Platz gesetzt, weil ich dachte mir, hey, Dialga kann eventuell nicht Arceus besiegen, da er nun mal Gott ist. Aber meiner Meinung nach steht Dialga weit über jedem einzelnen Pokémon. Und ich erkläre jetzt mal ganz kurz, warum. Palkia ist der Herr des Raumes. Es kann Dimensionen wechseln, ihr wisst schon, was er drauf hat. Dialga ist der Herrscher der Zeit. Das heißt, Nummer 1, es könnte rein theoretisch die Zeit so weit zurückspulen, bis kein einziges Pokémon mehr existiert, nicht mal Arceus, und lebt sogar noch als einziges. Nummer 2, es könnte rein theoretisch die Zeit einfach anhalten und sagen wir mal, es kämpft gegen Arceus. Es hält kurz die Zeit an, bombardiert Arceus in seinem normalen Normaltyp, da er es ja noch keinen Typen irgendwie angenommen hat, mit Hyperstrahl, sagen wir mal, Zeitenlärm und sonstigen sehr starken Attacken. Somit könnte Dialga rein theoretisch kurz die Zeit anhalten, das Pokémon mit Hyperstrahlen und sonstiges bombardieren, die Zeit wiederherstellen und das Pokémon fällt einfach tot um. Rein theoretisch ist also Dialga, wenn man das genau betrachtet, das mächtigste Pokémon, das es gibt. Und falls mich jetzt einige sagen, ja, aber Arceus,
ist doch quasi Gott, also ist es allmächtig. Schon klar, nur wieso hat man dann im Film oder in der Serie oder sonstiges, wieso hat man noch nie gesehen, dass Arceus das ebenfalls kann? Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Pokémon-Macher einfach Arceus die gleichen Fähigkeiten gegeben hat, wie alle Pokémon. Wie Regigigas, Palkia, Dialga, Giratina, Rayquaza. Das macht keinen Sinn. Genau deshalb gibt es diese Pokémon. Weil jedes Pokémon seine eigene Fähigkeit, seine eigene Reichweite hat, seinen eigenen Bereich hat. Palkia nun mal die Zeit, Giratina die Zerrwelt oder Gegenwelt. Und Dialga hat nun mal, Palkia den Raum, Giratina die Zerrwelt und Dialga nun mal die Zeit. Somit wäre Dialga, so wie ich es finde, rein theoretisch das stärkste Pokémon, was es gibt. Weil es einfach die Zeit beherrscht. Da steht nichts drüber. Es kann, gut, vielleicht, na okay, nein, ich wollte jetzt irgendein Argument sagen, dass vielleicht Palkia, also mich quasi selber herausfordern, dass Palkia irgendwie den Raum beherrschen kann, dass es überhaupt nicht in einer Zeitzone ist. Geht nicht, weil Zeit war schon immer da. Egal ob vor was wie vielen Jahren, Zeit war schon immer da. Da steht nichts drüber. Nicht einmal der Raum kommt an die Zeit ran. Und deshalb, meiner Meinung nach, Dialga, unangefochten, das mächtigste Pokémon, was es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Und wirklich, da steht nichts drüber. Überhaupt nichts. Aber Leute, jetzt seid ihr gefragt, findet ihr diese Theorie plausibel? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist vollkommener Quatsch, Arceus würde ihn besiegen? Deshalb, Leute, wer würde gewinnen? Arceus oder stimmt ihr meiner Theorie zu und Dialga gewinnt? Schreibt Meinungen und Ansichten, wie immer, in die Kommentare. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao.